Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu Holzer Map mit Story. Wir spielen mit Real Manual Transmission, mit Seasons, mit Manual Attach, mit realistischen Ladegewichten und so weiter. Alles was den LS ein bisschen realistischer macht. Herzlich willkommen zur weiteren Folge. In der heutigen Folge, ich habe es ja letztes Mal schon versprochen, werden wir uns um dieses lustige Gerät kümmern, beziehungsweise werden wir dieses lustige Gerät zum Einsatz bringen. Ne, der Hecklader, den wir ausgeliehen haben, mit dem wir heute Mist baggern werden, mehr oder weniger. Und ja, was soll ich da groß berichten? Ich habe gewartet, bis es halbwegs aufhört zu regnen. Es regnet immer noch so ganz langsam vor sich hin, aber es scheint zumindest besser zu werden. Und ja, wir werden heute mal gucken. Ich werde mal jetzt hier, wir machen das so, wir laufen hier einmal quer drüber. Ich wollte nämlich zu den Pferden reinschauen und gucken, ob wir das wirklich ausmisten müssen. Ruck. Und dann habe ich tatsächlich beim Maschinenring angerufen und habe gesagt, ich bräuchte den Miststreuer. Und dann werden wir nachher den Miststreuer holen. Ist natürlich ein bisschen doof, ne? Wenn wir nur einen Traktor haben. So, hopp. Ich war das jetzt unnötig, weil ich muss jetzt hier nochmal drüber. Hopp. Das ist der Kletter, Kletter, Kletter. So. Ja, wir haben nur einen Traktor. Das heißt, ich muss halt tatsächlich dann den Miststreuer abhängen und dann den Hecklader anhängen, dann den Miststreuer beladen und dann wieder umhängen. Aber es geht jetzt halt nun mal nicht anders. Ich möchte den Tag nutzen. Ne? Es ist natürlich jetzt ein bisschen nachteilig, weil es so viel geregnet hat. Wenn ich jetzt auf den Acker fahre, habe ich Angst, dass es Probleme gibt. Erst recht mit dem kleinen Eicher und dem Miststreuer. Aber andererseits war der Boden dann doch hier bei uns relativ aufnahmefähig, beziehungsweise ist generell relativ aufnahmefähig. Na, das läuft alles weg. Das ist nicht sehr lehmig, sondern eher sandig. Und entsprechend bin ich da mal sehr gespannt. Wenn es natürlich große tiefe Spuren rein gibt in das Feld, dann müssen wir aufhören. Aber das Problem ist, es ist jetzt Herbst, es regnet immer wieder, alle paar Tage spätestens. Und von daher hilft das alles nichts. Ne? Das heißt, wir müssen gucken, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen, so oder so mit dem Mistfahren. Deswegen hätte natürlich gerne gewartet, bis das mit dem Deutz was wird. Aber wenn das mit dem Deutz was wird und da der Frontlader dran ist, dann werde ich auch mit dem Deutz zum Frontlader laden und trotzdem mit dem Eicher den Miststrahl ziehen. Von daher kommt das da dann wieder aufs Gleiche raus. Es ist nur, dass man nicht immer umhängen muss, was natürlich ein bisschen ein Problem darstellt. So. Jetzt machen wir erstmal an die Kiste. Und dann gucken wir mal, dass wir hier. Na komm schon. Roll. Das Ganze ausheben. Und hier mal ein Stückchen rausfahren. Und dann gucken wir jetzt doch, dass wir bei den Pferden da hinten vorhin den Mist rausholen. Und dann werde ich runterfahren und mir den Miststreuer holen. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir das so, dass wir hier eine Zeitraufaufnahme machen. Machen wir eine Zeitraufaufnahme? Ja, wir machen eine Zeitraufaufnahme. Gut, viel Spaß damit. Bis gleich. Wäre das erledigt, jetzt werde ich mal dieses nette Gerät hier abbauen und dann werden wir uns auf den Weg machen, den Miststreuer unten bei der Forstgemeinschaft zu holen. Genau, beim Maschinenring auf gut Deutsch. Ne? Ja, ist ein bisschen ulkig mit dem Gerät hier, aber es klappt. Ne? Ich meine, die Hydraulik ist natürlich entsprechend langsam, es läuft über den Zusatzsteuerkreis. Halt, nicht so extrem. Läuft über den Zusatzsteuerkreis hier vom Schlepper und ja, der alte Eich hat nicht ganz so viel Dampf auf der Hydraulik, deswegen bewegt sich alles recht langsam und überhaupt ist ein bisschen komisch, wenn man da so hinten drin sitzt, aber was will man machen, was will man machen, ist nun mal im Moment unsere einzige Variante oder einzige Möglichkeit. Was ich erstaunlich finde, der Mist ist eigentlich relativ schwer, aber der Eichel stand trotzdem ganz gut da, ne? Ich dachte schon, der wird vorne sehr leicht wahrscheinlich, aber nein.
Hatte jetzt so gar keine so großen Probleme damit. Deswegen. So. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man bei dem eigentlich die Gruppen während der Fahrt schaltet, dass es nicht allzu schlimme Geräusche gibt. Aber wie gesagt, also es ging besser als gedacht. Ich hoffe mal, dass es später mit dem Mistladen auch so gut funktioniert. Was mir aufgefallen ist, wenn der wirklich angehoben ist, der Arm, dann kippt er nicht mehr weit genug aus und dann hat man echt Probleme, dass der Mist von der Gabel runterrutscht. Und nachher mit dem Anhänger dürfte es noch schwieriger sein, weil der ist relativ hoch. Von daher bin ich mal gespannt. Es könnte sein, wir haben Pech und es funktioniert einfach nicht richtig. In dem Fall müssen wir dann eh aufhören und dann einfach abwarten, bis das mit dem Steuerventil geklappt hat. Ich habe jetzt noch keine Nachrichten, ne, von niemandem, ob es irgendwo was gibt, was aufgetaucht ist oder sonst irgendwo. Ist natürlich ein bisschen blöde. Weil wir müssen ja definitiv dringend unseren Frontlader wieder in Betrieb nehmen oder generell unseren Hauptschlepper wieder in Betrieb nehmen. Deswegen mal gucken. Ne. Wenn sich jetzt sonst niemand meldet, dann nehme ich das vielleicht mal irgendwie zu einem Hydraulik-Spezialist mit, dem Steuerblock, und gucke mal, ob der da irgendwas reparieren kann. Wobei man natürlich eine gebrauchte Alternative doch lieber wäre. Denke mal, das kommt dann doch deutlich günstiger, als wenn ich mich da jetzt hier bei einem Hydraulikspezialisten reparieren lasse. Aber hilft alles nichts, wenn es sein muss, dann muss es sein. So. Ich würde mal sagen, wir machen da jetzt nochmal eine kleine Zeitraufaufnahme davon, weil ich weiß auch nicht. Sonst müsst ihr da mir echt beim Labern zuhören. Wer will das noch mehr? Ah, okay, eine Kleinigkeit habe ich noch. Und zwar ist das ein bisschen unabhängig von allem. Aber ich wollte hier nur einfach, weil die meisten Leute hier vorbeischauen, mal ganz kurz sagen. Es tut mir leid, wenn ich im Moment mit den Kommentaren beantworten nicht so gut hinterherkommen ist. Ich habe eine ewig lange Liste von Kommentaren, die noch unbeantwortet sind. Teilweise eine Woche alt, 2 Wochen alt. Es tut mir echt leid, ich versuche da mich wieder hineinzuarbeiten oder mich quasi nachzuarbeiten und die Kommentare alle noch nachzubeantworten. Also wundert euch nicht, wenn irgendwie auch einen Kommentar, den ihr vor einer Woche gegeben habt oder so, plötzlich dann doch nur eine Antwort auftaucht. Aber wundert euch auch nicht, wenn dann keine Antwort mehr auftaucht. Das tut mir leid. Manche übersehe ich dann einfach. Also es sind jetzt wirklich viele, viele Kommentare. Und nicht, dass ich mich beschweren will, im Gegenteil, ich freue mich ja, aber es ist wirklich, na, dass ich mich jetzt halt die Woche über auch ganz wenig quasi aktiv waren, Kommentare beantworten und anderweitig beschäftigt. Hat sich einiges angestaut und deswegen kann es mal passieren, dass ich da was übersehe. Von daher wollte ich das nur mal ganz kurz erwähnt haben. Tut mir leid. Aber ich versuche da mich wieder aufzuarbeiten, also die Kommentare aufzuarbeiten. So, wo wir dann auch schon dabei sind, dann können wir gleich mal den Tegernsee sehen. Ne? Ihr wolltet immer den Tegernsee sehen. Da ist der Tegernsee und ich darf nicht allzu sehr viel rüber gucken, weil sonst fahre ich hier irgendwo ins Gebüsch rein. Aber da so sieht der Tegernsee aus. Da drüben ist er. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir wirklich eine raffe Aufnahme. Viel Spaß damit. Bis gleich. Da wären wir und jetzt ist natürlich die Frage, wie wir den hier am besten hinstellen, wie wir da generell vorgehen beim Mistladen. Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber ich habe eine Theorie, dass wir nicht allzu viel hin und her rangieren müssen, weil das aber gar nicht so einfach sein dürfte mit diesem Gespann hier. Werden wir hier über die Wiese fahren? Ja, dann stellen wir nämlich den hier, naja, nicht ganz so hin, nochmal einen Meter vorwärts fahren und dann. Passt das vielleicht schon, ja, nochmal einen Meter zurück. Stellen wir den nämlich hier so hin, dann können wir da quasi von der Seite her den Misthaufen quasi stapeln. Beziehungsweise entladen, nicht laden. So, Abfälle ab, abhängen. Und dann fahren wir quasi hier von hier so da dran an den Misthaufen. Dann hier rückwärts raus und hier da dran. Und mit dem Vollmistwagen können wir natürlich über die Wiese wegfahren.
Das machen wir jetzt einfach so. So, hocken wir uns noch mal rein. Hängen wieder unser ulkiges Gerät an. Dann bin ich echt mal gespannt, wie das klappt, ne? Wenn wir dann den Frontladerarm da quasi hochheben, ob es dann überhaupt noch genug auskippt oder ob das dann uns wirklich Probleme macht. Bin mal sehr gespannt. So, und vor allem bin ich auch gespannt, wie der Eicher dann mit dem vollen Mistwagen nachher klarkommt. Ich freue mich ja schon ein bisschen drauf, ne? Der hat schon einen entsprechenden Sound, ne? Der Dreizylinder Eicher, ne? Luftgekühlte Motoren haben immer einen entsprechenden Sound. Kennen wir ja von unseren Deutschen. Ich meine, das Ding ist keine Ausnahme, wenn wir hier so. Da ist nichts dran, ne? Die Kühlrippen sind quasi direkt am Zylinder. Und deswegen, ne, da ist nichts, was den Sound irgendwie dämmen kann oder sowas wie beim wassergekühlten Motor, wo dann zwei quasi Schichten Metall dazwischen sind und Buchsen und Wasser und so weiter. Ne, beim Luftgekühlten ist das alles quasi direkt da und deswegen hört man da auch entsprechend mehr davon. Und natürlich ist das auch ein klasse Motor, ne? Hier 3-Zylinder, Turbolader. Das Ding, das geht schon, das zieht. Ich habe es drüben festgestellt, als ich den Berg hochgefahren bin mit dem Mistral. Ich hätte echt gedacht, dass ich nochmal einen Gang zurückschalten muss. Aber es hat dann doch geklappt. Also das Ding, das läuft wirklich gut. Ja, und es sieht natürlich schön aus. Ne? Ich meine, das ist ganz klar. Es ist ein schönes Schlepperchen. Ich kann mich da gar nicht unbedingt satt dran sehen. Ich weiß auch nicht, was es gerade mit der Marke Eiche auf sich hat. Aber irgendwie ist das Ding doch schön. Naja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt quasi ans Laden dran. Und werden vermutlich dann ein sehr krummes Kreuz kriegen. Tatsächlich immer hinten rausgucken müssen, so gucken, dass wir nicht irgendwas mitnehmen mit unserem langen Ding. Das hängt ja hier doch ein ganz Stück weit hinten raus, ne, länger als ein Flug, zumindest ein Flug, den man mit dem Schlepp hier normalerweise ziehen würde. Deswegen schon ein bisschen vorsichtig sein. So, jetzt werden wir das aber mal versuchen. Hier im Rückwärtsgang quasi. So. Und dann senken wir hier ab. So, und dann heben wir die Hydraulik an. Und dann fahren wir hier nur ein Stückchen in diese Richtung hier. Und dann bin ich jetzt echt mal gespannt, ne? Wie hoch wir anheben müssen, dass wir hier drüber kommen erstmal. Ich glaube, so leicht reicht tatsächlich. So, und jetzt gucken wir mal, wie das hier mit dem Auskippen klappt. Na, ihr seht, der Mist, der will nicht richtig runterrutschen, der muss ein bisschen hin und her wackeln, aber dann geht's doch. Ja, da sind wir wohl ein bisschen beschäftigt, hier auf die Art und Weise das Ganze hier vollzuladen. Ich würde mal sagen, wir machen da nochmal eine Zeitraffaufnahme, auch wenn wir hier irgendwie heute schon die ganze Zeit Zeitraffaufnahmen machen, aber warum nicht? Also, viel Spaß mit der Zeitraffaufnahme, bis gleich. So, da wären wir wieder und allzu viel mehr kriegen wir jetzt gar nicht mehr drauf auf dem Mistwagen. Na, ihr seht das, ich muss hier schon ziemlich mit der Gabel hin und her wackeln, dass der Mist überhaupt runterrutscht. Und ja, an sich ist der Mistwagen jetzt voll für, ne, wenn wir hier, ihr seht das, ne, wenn ich hier von oben reinkippe, dass es weiter auskippen geht nicht, da rutscht der Mist einfach nicht mehr runter, deswegen. Das ist ein bisschen unpraktisch, dieses Gerät für diesen Zweck. Der Winkel ist einfach nicht so ideal, das liegt aber vielleicht auch daran, dass die Gabel halt dann nicht original dafür gemacht ist und dass die da ja später angeschweißt wurde, deswegen will ich gar nicht unbedingt sagen, dass es am Gerät liegt, aber ne, das Gerät ist es vielleicht auch nicht fürs Mistladen gemacht, wobei das natürlich ein bisschen unsinnig wäre, was will man sonst damit machen, ne? Aber jetzt werden wir das Ganze wieder abhängen und den Mistdreher wieder anhängen, ne? So machen wir das jetzt und dann werden wir Mist fahren gehen, so, lass mir die Hydraulikfläche weg, dann alles andere weg, dauert immer ein Momentchen, so, und dann fahren wir wieder rüber auf quasi zum Mistwagen.
Dann bin ich mal gespannt, wie sich da eigentlich mit dem Mistwagen schlägt. Aber er ist jetzt ja nicht voll. Es ist ja höchstens halb voll. Da könnte man noch mal locker so viel, noch mal so viel drauf tun. Von daher denke ich einfach mal, da gehe ich mal davon aus, dass er eigentlich nicht die allzu großen Probleme damit hat. Sollte das eigentlich ganz gut laufen. So, dann noch ein Meterchen zurück. Perfekt. Und dann gehen wir hier mal gucken. So. Fahren wir schön langsam los. Na gut, Gang sollte man schon reinmachen. Wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Und ich muss jetzt auch mal gucken, wie wir jetzt überhaupt zu dem Feld kommen. Das ist gar nicht so einfach. Am besten gucke ich hier nochmal ganz kurz auf die Karte. In Ruhe. Na, wir wollen hier nach zu diesem Feld hier. Das ist natürlich die Frage. Na, man könnte theoretisch könnte man hier entlang runterfahren. Oder man könnte hier oben entlang fahren und dann hier drüben runter. Das wäre vielleicht angenehmer, weil hier müssen wir den extrem steilen Berg runter. Und wenn wir ganz außen rumfahren, würden wir hier so rum. Dann würden wir so lange auf der Hauptstraße entlang fahren. Das mache ich auch nicht so unglaublich gern. Wegen den ganzen Autos. Deswegen, wir fahren hier entlang. Dann fahren wir hier nach da hinten. Und dann fahren wir hier diesen Feldweg entlang. Einmal durch den Wald durch. Und dann sollten wir da auch ankommen. Bei diesem Feld. Und so geht es auch zum anderen Feld. Ja, so machen wir das. Ich würde mal sagen, wir machen da jetzt mal keine Zeitraffer-Aufnahme für den Moment. Ich nehme euch da jetzt einfach mal mit. Aber wir schalten gleich mal in die Straßengruppe. Damit sollten wir hier doch wegkommen. Hoffe ich mal. Jawohl. Kein Problem. So, fahren wir mal hier raus. Dann müssen wir nicht hier durch den Hof durch mit dem Berghof. Vorne geht der Berg ein bisschen sanfter hoch. Ach, das ist doch ein Gespann. Ach, ich finde es schön, den Eicher im Einsatz zu sehen. Ich weiß auch nicht, was ist das mit Eicher, dass ich irgendwie das aber der ist einfach schön. Eicher ist einfach ein schönes Schlepperchen. So. Komm. Hast du ein Turbo? Aha, doch, er zieht noch. Zieht, ne? Aber muss schon ein bisschen, man merkt schon, dass man ein bisschen Last dran haben, ne? Also das ist, okay, ich darf nicht so viel spazieren gucken. So, schauen wir lieber vorne raus. Schalten wir noch einen Gang hoch. Und jetzt müssen wir gleich nach rechts abbiegen. Und wir dann immer auf dem Feldweg bleiben. Der da hinten scheint auch Mist zu fahren, ne? Da wo wir den Schwader hingebracht haben. Seht ihr das? Da steht ein Miststreuer, ganz großer. Was für ein Biest. Wow. Schnellgang. Mistwagen voll im Schnellgang hier. Ah, ich dachte ja nur 25, aber hält sich eh keiner dran, ne? Das reicht nicht hier hinten auf dem Feldweg. Außerdem, je voller der Anhänger ist, desto ruhiger läuft er hinterher. Schneller verleitet sich dazu, damit zu fahren, ne? Das ist tatsächlich so. Wenn der Anhänger mal entsprechend voll ist, dann macht er ja gar nichts mehr. Ne? Dann nimmt der Bodenwellen, federt er schön über die Reifen ab und so, nimmt das alles schön mit. Dann ist das, merkt man die Geschwindigkeit gar nicht mehr so. Ne? Wenn der Anhänger leer ist und man mit 40 km/h über den Schlag noch rüberbrettert oder sowas, dann macht er Schläge da hinten und das Ding hüpft und springt und schlägt. Aber wenn er voll ist, dann läuft das ganz wunderbar hinterher. Ne? Deswegen, das verleitet dann tatsächlich ein bisschen dazu, schneller zu fahren, als man das eigentlich vielleicht machen würde. Und ja, sollte man natürlich nicht, weil bremsen muss man das Gespann ja auch noch können, deswegen. Aber ich glaube, da stehen wir hier nicht so schlecht da. Das ist ja auch hier auf der Ebene. Ich fahre aber auch nicht die vollen 40 km/h, nicht mit dem vollen Anhänger. Da, erst recht nicht hier auf dem Feldweg. Wenn dann doch mal ein Schlagloch ist, was ich übersehe, das wollen wir natürlich nicht. Das ist ja auch nicht unser Anhänger, weil es blöd, wenn wir da die Achse abbrechen würden oder sonst irgendwas. Aber eigentlich sind die relativ stabil gebaut. Ne? Vor allem die kleineren, die haben ja relativ massive Achsen drunter, weil die oft auch die gleichen Achsen dann für verschiedene Baureihen verwenden, den gibt es dann halt auch als größeren oder als Tandem oder so. Und deswegen sollte die Achse theoretisch deutlich mehr aushalten, als man es auf den Anhänger packen kann. Aber man weiß natürlich nie, ne? Das kann immer sein. Ich meine, so ein Anhänger voll Mist ist jetzt nicht gerade das Leichteste, was man da hinten dran haben kann. Von daher, so, gucken wir mal, ob wir hier hochkommen im kleinen Bach oder ob wir zurückschalten müssen. Aber ich glaube, das ist kein Problem. Das eigentlich entzieht das wunderbar. Ganz wunderbar. Übrigens, ne, wir haben keine Auspuffklappe. Euch ist das letzte Mal aufgefallen. Mir ist das noch gar nicht aufgefallen. Aber da fällt tatsächlich der Auspuffdeckel hier bei dem Eicher. Der ist irgendwie vielleicht mal abgefallen, abhanden gekommen. Da die Dinger, das ist eh erstaunlich, weil so eine Auspuffklappe ist ja nur mit so einer kleinen Schraube fest. Und da kann man ja nichts schmieren und gar nichts, weil das wird ja so heiß. Das heißt, da ist einfach immer reibt Metall auf Metall. Das heißt, früher oder später ist die einfach komplett abgenutzt. Da kann man auch gar nichts dagegen machen. Und
So, jetzt bin ich gar nicht so sicher, doch ich glaube, wir müssen hier runter. Ja, wir müssen hier runter. Auf die linke Seite. Also da kann man gar nicht so wirklich was dagegen machen. Irgendwann ist die Ausrufklappe einfach abgenutzt und dann muss man den Pin oder Stift austauschen. Problem ist aber natürlich, weil es immer so heiß wird, hält ja auch keine Farbe und gar nichts. Das heißt, das Metall rostet einfach. Und es wird auch so voll mit Ruß zugesetzt, dass man im Grunde die Schrauben nicht mehr aufkriegt. Das heißt, wenn die Ausrufklappe mal so abgenutzt ist, dann hilft eigentlich fast nur noch abflexen und eine neue dran. Deswegen, die ist wohl irgendwann mal abgefallen. Und jetzt hat er keine. Muss man natürlich aufpassen, wenn man ihn draußen im Regen abstellt. Müsste man dann eigentlich ein Deckelchen drauf tun. Wobei es ja so ist, wenn es nicht so stark regnet, kann sich gar nicht so viel Wasser ansammeln. Wenn man die Kiste jeden Tag anmacht, kann sich gar nicht so viel Wasser ansammeln, dass da uns halt irgendwann Schaden passiert oder so. Aber gut ist es natürlich nicht, zumal er auch ein Turbo ist. Dann läuft das Wasser erstmal runter in den Turbo rein. Und ja, deswegen. Ist natürlich nicht die beste Sache. Da müssen wir schon gucken, dass wir da wieder einen Auspuffdeckel drauf kaufen. Da muss ich mal schauen, wo wir da am besten einen herkriegen sollen. Ist natürlich die Frage. Ich glaube, ich muss hier rüber. Auf der Romantik-Route, nein, Panorama-Route entlang. Bin ich mal gespannt, ob wir da gleich schön das Panorama sehen. Aber ich glaube schon, da können wir jetzt hier so quasi raus aus dem Wald und dann gucken wir da so ins Tal rein, also über diese kleine Brücke drüber. Das ist schon eine schöne Gegend hier hinten. Generell ist das eine schöne Gegend hier auf Holz. Ach, das ist herrlich, ist das hier. So, da haben wir ein richtig großes Feld hier, wie ihr sehen könnt. Ich bin also nicht, wir sind nicht die einzigen, die hier ein bisschen Ackerbau betreiben. Hier unten gibt es tatsächlich ein bisschen Ackerbau an diesem Hang hier und unten im Tal. Deswegen, man hat hier auch eine ganz herrliche Aussicht, Aussicht. Darf nur nicht allzu viel spazieren gucken, weil ich muss ja fahren, deswegen gucken wir nochmal so ganz kurz ein bisschen da runter. So, jetzt geht es hier gleich doch noch ein bisschen steilen Berg runter. Ich dachte eigentlich, hier hinten ist der Berg nicht ganz so steil, aber bin ich mal gespannt, ob wir zurückschalten müssen oder nicht. Ich hoffe mal nicht. Doch, er fängt an zu schieben. Müssen wir gleich mit der Bremse nachhelfen. Oder er hält sich noch. Doch, ich glaube, er hält sich. Wir müssen nicht nachhelfen. Wunderbar. Motorbremse regelt. So. Ja, dann müssen wir nicht abbiegen, sondern weiterhin da hoch, glaube ich. Ja, doch, wir müssen hier auf der Straße bleiben. Geht jetzt hier gleich ganz schön schnell den Berg hoch. Ihr seht das, ne? Hier ist einiges an Ackerland hier unten. Vielleicht kann man da auch irgendwann mal noch was dazu pachten. Wobei ich glaube, das ist echt schwierig. Hier ist Ackerland ja wirklich nicht sehr häufig anzutreffen. Und das, was anzutreffen ist, das ist vermutlich schon seit vielen, vielen Jahren fest vergeben. Wir haben ja das Glück, dass wir noch Ackerland hatten hier. Und das jetzt quasi aus den Pachtverträgen rausnehmen konnten und wieder selber bewirtschaften. Deswegen, ja, sonst hätten wir vermutlich gar keine Chance, überhaupt in Ackerland zu kommen hier. Aber wer weiß, man muss halt ein bisschen beobachten, damit irgendwer keinen Bock mehr auf Ackerland hat. Es ist ja hier nicht ganz so einfach. Es ist hier nicht ganz so einfach, irgendwas auf Acker anzubauen. Das ist wirklich, wir werden das selber noch sehen. Schwierig hier was zum Wachsen zu kriegen. Deswegen könnte ja durchaus sein, dass wir vielleicht mal eines Tages einen Antrag, der keinen Bock mehr hat darauf. Und so, das ist übrigens unsere Wiese hier noch. Die hier eingezäunte ist unsere Wiese und der Acker ist da hinten. Da könnt ihr es nicht sehen, aber wenn wir vorne um die Kurve gefahren sind, nochmal durch den Wald durch, dann könnt ihr das sehen. Wie gesagt, das hier ist unsere Wiese noch. Die gehört auch noch zu uns. Und ja, nochmal ein bisschen durch den Wald durch. So, wenn man hier in diesen Berg hier reinfahren würde, dann käme man tatsächlich zu unserem anderen Feld. Aber wir fahren jetzt erstmal zu unserem kleineren Acker, würde ich mal sagen, und streuen dort. Na komm, Eicherchen, komm, zieh aus dem Drehtagkeller raus. Das ist halt der Vorteil vom Turbo, ne? Also 12, 13 Umdrehungen und dann fleckt der Turbo an und dann zieht der Kiste trotzdem aus dem Drehzahlkeller raus. So, da könnt ihr jetzt durch das Gebüsch durchsehen, das ist unsere Wiese und was jetzt danach kommt, das ist unser Acker. Weiß ich nur nicht, der ist glaube ich auch eingezäunt, wo wir da reinfahren können. Gut hier. Ne, ich glaube das ist Zaun, da kann man nicht rein. Da oben hätte man reinfahren können. Bin ich aber so dran vorbei, bin mal gespannt, ob wir da unten auch reinfahren können. Oder ob da oben die einzige Einfahrt ist.
Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich war hier erst einmal hier draußen mit dem Auto kurz vorbeigefahren. Ja, hier unten kommen wir nicht rein. Da ist nur Gebüsch. Gut, dann müssen wir jetzt hier mal ein klein bisschen rückwärts fahren. Na, läuft doch, gar kein Problem. Okay, jetzt tut es sich schon ein bisschen schwerer. Aber wir sind ja auch schon angekommen. So, wir fahren nochmal ein bisschen zurück, dass wir ausholen können. So. Überhaupt, also wenn wir hier in den Wald reinfahren, nehmen wir vielleicht mal die langsame Gruppe. Holen wir mal ein bisschen aus und dann... Na, komm schon. Bald drauf. Kein Problem. So, wie gesagt, da geht es zu unserer Wiese, da geht es jetzt zu unserem Acker rein. Das ist natürlich die Frage, wie wir den am besten einfahren und anfahren. So, ich ziehe mir eben den Allradhebel raus. Könnten wir durchaus gebrauchen. Es ist ja auch hier so ein bisschen nass. Ihr seht das, ne? Wir machen so ein bisschen Matsch hier rein, aber es hilft nichts. Irgendwann müssen wir Mist fahren. Deswegen fahre ich jetzt mal hier nach da hinten. Und dann machen wir jetzt hier gleich mal hinten die Klappe schon mal auf. Und dann schauen wir jetzt hier einfach mal. Dass wir den Schlepp abwürgen. Gut, das war jetzt eigentlich nicht geplant. So. Schauen wir einfach mal, wie das jetzt hier klappt mit dem Mistfahren. Ich weiß auch noch nicht, was für einen Gang wir hier nehmen. Ich glaube, 9 km/h ist gar nicht so verkehrt. Wir wollen hier nicht den Mist nicht so dicht streuen. So vielleicht. Ja doch, ich glaube, das gefällt mir. So streuen wir den Mist hier schön hin. Und es geht auch. Ne? Von den Spuren, die wir ins Feld machen und so, ist eigentlich hält sich in Grenzen. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen ein bisschen Zeitraffer und sehen uns gleich wieder. Viel Spaß damit. Bis gleich. Der erste Wagen, Mist ist erledigt. Ging ganz gut. Ich habe mich auf dem Rückweg aber ein bisschen verschalten an dem einen Berg. Hätte echt nicht gedacht, dass er so steil ist. Ne? Da bin ich nicht mehr durch die Gänge gekommen und musste tatsächlich von null an anfangen. Ne? Habe anhalten müssen und wieder anfahren. Wie peinlich, wie peinlich. Naja, aber Ausrede, ich habe mit dem Eicher noch nicht wirklich viel gearbeitet. Ne? Das ist jetzt ja der erste richtige Einsatz eigentlich, wo wir wirklich hinten was dranhängen hatten, was auch ein Gewicht hatte. Von daher sei das hoffentlich entschuldigt. Ja, ich habe gerade einen sehr merkwürdigen Anruf bekommen, und zwar vom Maschinenring, und es hieß, ich solle doch den Miststreuer bitte zurückbringen. Anderer Hof braucht den, und wenn ich das richtig verstanden habe, den Namen, dann ist das derselbe Hof wie der, wo wir den Schwade hingebracht haben. Und was mich da wundert, ist, dass ich da vorne ja so einen riesen Miststreuer bei denen stehen habe sehen. Frage ich mich echt, warum der den Miststreuer braucht. Außerdem soll ich den auch gar nicht dem vorbeibringen, sondern direkt wieder zurück zum Maschinenring, der würde den dann selber holen. Ein bisschen merkwürdig. Ich gucke es gerade mal nochmal hier durch. Man kann doch von hier bis nach da hinten sehen. Ne? Da könnt ihr doch sehen hier. Ne? Da ist so ein Miststreuer. Da hinten. Ich weiß nicht. Ne? Ich glaube, ich muss mal ein Fangglas holen. Ich bin mir sicher, dass da hinten der Miststreuer ist. Na, wir laufen mal ganz kurz nach darüber. Habe jetzt leider kein Fangglas dabei, sonst würde ich mal... Weil ich könnte theoretisch könnte ich mit der Kamera reinzoomen versuchen. Das wär eine Variante, ne? Dass ich das mal probiere. Definitiv sowas wie Miststreuer. Ja, das sieht aus wie Miststreuer. Moment, ich guck mal, ob ich die Kamera irgendwie gezoomt krieg.
So, die Kamera hat einen ziemlich heftigen Zoom. Natürlich ist die Qualität vom Bild jetzt ein bisschen komisch und ich muss auch echt aufpassen, sobald ich die Kamera bewege, dann wackelt alles. Aber das ist definitiv ein großer Mistreiter, der da bei dem steht. Da können wir mal drüber gucken. Na, das ist definitiv der Hof. Ich habe hier schon gesehen, der hat sehr interessante Flöpperchen. Einen silbernen Akros da hat er mit einer schrägen Haube. Sieht aus wie ein Sechszylinder. Richtig coole Kiste. Was das da vorne ist, was da dran hängt, weiß ich gar nicht. Das ist orange. Aber ich glaube, das ist auch ein Akros da. Naja, jedenfalls, das ist definitiv Miststeuer. So, jetzt ist die Kamera wieder auf normal Zoom. Eieiei. Wo so eine Kamera alles praktisch ist, ne? Also, mich wundert das ein bisschen, dass der tatsächlich jetzt doch einen Miststreuer baut. Ich meine, kann ja sein, der ist kaputt gegangen oder sonst irgendwas. Aber was mich ein bisschen wundert, ist ja, dass wir letztes Mal, als wir am Schwaden waren, die auch einen Anruf bekommen haben, von wegen, dass jemand anderes den Schwader braucht. Beziehungsweise, wir waren ja schon fertig mit Schwaden, aber das wussten die ja nicht. Und dann habe ich den ja dorthin gebracht und wo ich dann gegen Abend vorbeigefahren bin, stand der immer noch genauso da, wie ich ihn da hingestellt habe. Ich meine, es kann natürlich Zufall sein, dass die geschwadet haben und den dann wieder da so hingestellt haben, dass es halt so aussah. Als der da wieder halt an dieselbe Stelle wieder hingestellt, so ganz hundertprozentig sagen kann ich das ja nicht, ob der wirklich gleich stand. Aber ein bisschen wundert mich das schon, dass jetzt der gleiche Hof wieder das Gerät braucht, was ich gerade im Einsatz habe. Und vor allem sind wir diesmal ja noch nicht fertig, ne? Also wir haben ja noch einiges an Mist zu streuen. Ist auch ein bisschen blöd mit dem Feld da unten, das ist fast quadratisch, das heißt, man ist im Grunde mehr im Vorgewende als wie sonst irgendwas, aber na, hier kann man nicht wählerisch sein, was Felder angeht, aber wir laufen jetzt eben hier nochmal hier ganz kurz runter und schauen mal. Ja, wir haben hier noch einen ganzen Haufen Mist, ne? Also da ist schon noch gut was wegfahren können. Und dann haben wir oben den Pferdemist auch noch, von daher. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöde. Ich weiß auch nicht, ne, ob ich da jetzt nochmal Maschinenring anrufen soll und mal fragen. Oder ob ich einfach da drüben bei dem Hof mal anrufen soll und fragen. Oder einfach vorbeigehen und gucken, was da los ist. Oder ich weiß auch nicht, ne, weil vielleicht braucht er den ja gar nicht zwingend. Vielleicht hat er den ja nur angemeldet und hat jetzt einen anderen oder sowas. Und er hat nur vergessen abzumelden oder so. Aber mich wundert das, dass ich den vorhin gekriegt habe, wenn da jemand anderes den angemeldet hat. Aber genau das gleiche mit dem Schwader. Weil im Schwader war es ja so, dass ich den nicht vorher angemeldet habe. Da habe ich ja nur angerufen und gefragt, habt ihr noch einen Schwader? Und dann hieß es, ja, wir haben tatsächlich noch einen rumstehen. Das war zwar eigentlich nicht so gedacht, ne, aber hat dann doch keiner gebraucht. Und entsprechend konnte ich das ja durchaus nachvollziehen, dass dann irgendwann der Anruf kam und es hieß, so, wir brauchen den jetzt. Aber hier bei dem Streu ist es so, dass ich den vorher angemeldet habe und auch hieß, dass das, ne, dass da nicht irgendwie jemand anderes den haben möchte. Deswegen wundert mich das. Aber ich kann es natürlich auch nachvollziehen, ne, ich bin neu hier. Auch wenn natürlich der Hof hier schon lang existiert und meine Frau auch schon länger im Maschinenring mit drin ist mit dem Hof. Im Grunde schon ihr Vater da mit im Maschinenring gewesen ist. Von daher. Aber ja, kann schon sein, dass sie irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht denke ich, du willst drüber nach. Ne? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Warum das so ist, wie es ist. Ob ich mir dafür viel zu viele Gedanken mache. Jedenfalls, ich würde es mal sagen, ich gucke da mal, dass ich mich da irgendwie erkundige oder ob ich das Ding einfach. Vielleicht bringe ich es einfach zurück. Dann will ich auch kein Theater oder schlafende Hunde wecken oder sonst irgendwas. Nachdem wir das Edelfrontladerproblem haben, vielleicht bringe ich einfach den Mistral zurück und sage, okay, dann ist er nun mal jetzt so. Ich glaube, so machen wir das. Jedenfalls, das machen wir dann tatsächlich in der nächsten Folge, weil die hier ist schon wieder voll. Ne? Also, ich glaube mal, zeittechnisch sind wir wieder am Ende angekommen. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig abzuschätzen, aber ja, ihr wisst das, wie das ist. Ne? Sonst werden die Folgen wieder viel zu lang und ich quassel ohne Ende. Deswegen, heute haben wir mal ein bisschen mehr Zeit drauf reingemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe ein paar Kommentare bekommen von in die Richtung, dass es tatsächlich die Holzer-Story ein bisschen langweilig ist. Ne? Ich weiß nicht, ein paar Kommentare ist übertrieben. Ein, zwei Kommentare. Dass die Holzer-Story ein bisschen langweilig ist im Vergleich zu Lost Bark. Und ich weiß noch nicht so recht, woran es liegt oder was ich dagegen machen kann. Ne? Ich meine, Lost Bark ist halt auch ein bisschen langsam angelaufen. Ne? Viele Dinge, ne, die sind halt erst im Laufe der Zeit gekommen. Ne? Sachen umbauten, anbauten und so weiter. Sachen, die sie über mehrere Folgen hingezogen haben. Ich meine, wir sind jetzt hier erst neu auf dem Hof. Wir müssen uns da jetzt erstmal reinfinden. Und also ich hoffe, dass ich das hinkriege, dass ich das noch spannender mache. Aber ich bin natürlich definitiv auf euer Feedback angewiesen. Deswegen, wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, woran es liegt oder was für ein Problem ich quasi habe, warum es langweiliger wurde oder so. Oder wenn ihr sagt, es ist nicht langweilig, das ist vielleicht nur Einzelschicksal, könnt ihr auch mal in die Kommentare rein. Ich meine, es ist ja auch so, man ändert ja auch seinen Geschmack. Ne? Es kann sein, dass man irgendwie einfach bloß selber keinen Bock mehr hat, sowas zu gucken. Ne? Ich meine, ich habe auch manchmal Serien extrem gerne verfolgt von anderen YouTubern und irgendwann fand ich es dann langweilig. Ne? Das hat dann gar nicht unbedingt zwingend was damit dem YouTuber zu tun, sondern manchmal hat man einfach auch selber seinen Geschmack verändert. Ist immer noch ein schöner Anblick hier mit den ganzen vielen Ballen. Genau, stehen geblieben. Wo wir beim Ende der Folge waren, stehen geblieben. Genau, beim Ende der Folge waren wir stehen geblieben. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.